Grüß Gott, meine Damen und Herren, Peachy befindet sich mit Change Chomps im Urlaub. Und wir werden so unter Umständen... Oh yeah! Oh Gott, ich verwechsle gerade... Wieder meine Sachen! Verdammt, hau ihn, genau, ich brauch Kohlen. Moment, oben haben wir Himmel. Moment, ich habe gerade eine wahnsinnige Idee. Wasser, Schmönk! Oh mein Gott, das muss ich... Parky? Ja. Nein, geh da weg, du Sau. Genau. Nein, weg da, raus da. Okay. Ja. Ob sich das jetzt so wahnsinnig gelohnt hat, weiß ich zwar nicht, aber ich spiel voll. So, Peachy ist im Urlaub. Wir sind mittlerweile in Welt 5 angelangt. Und das ist natürlich der helle Wahnsinn. Park! Nein! Ah, scheiß drauf. Wir hauen den jetzt hier ordentlich aufs Fressbrett. Und machen hier... Oh. Das ist okay. Ja. Oh Mann, das hat sowas von überhaupt nichts gebracht. Aber okay, man hat... Was ist denn das hier? Was sind das denn für Blöcke? Hä? Okay, jetzt müssen wir was ausprobieren. Wind? Nein, Wind nichts. Heul. Auch nett. Ja, okay. Verbrennen. Auch nett. Okay, da muss es irgendwie eine Art Schalter oder so. Ich bin reich, ich bin vermögend, ich bin eine Prinzessin und ich habe was gesehen. Okay, es befindet sich zumindest nicht unterhalb dieses Gebietes, das muss man ja auch immer. Oh, was zum Teufel, wir haben jetzt sogar noch Treibsand hier. Moment, in Super Mario Bros. 2 oder Doki Doki Panic, die Deutsch-Version. Nein, du nett, du darfst mich nicht, du bist nicht nett. Ich bin nicht dick. Ui. Sie haben Hammer Brothers hier. Oh mein Gott, das ist ja der helle Scheiß, mehr oder weniger. Was ist das? Oh, ein Heulfisch. Und jetzt, wehe du springst. Okay, da oben. Natürlich, ich könnte hochfliegen, ne? So ist nett. Aber ich gucke mich erstmal hier unten um, ob wir hier vielleicht alternative Leckrouten haben. Was zum Teufel ist das denn hier? Wir haben eine Blase. Erlaube die Steuerung, bevor du startest. Du findest diese Angabe unter Fähigkeiten. Steuert mit links, rechts, praktisch unter Wasser. Puste ins Mikro, um mit Luftbläschen zu schießen. Ich hab kein Mikro, doch. Ob das was nimmt? Okay, vermutlich, wenn ich da runtergehe. Aber erstmal geh ich hier hoch. Okay, das war's dann wohl. Also erstmal hier rüber. Ah! Das ist wirklich der Yoshi-Schirm, ne? Yoshi's Island, da gab's auch den Schmock. Oh, dann muss ich das Ganze erstmal hier hinkriegen. Oh, kleinen Moment. Ich wurde gefragt, weil ich in der letzten Folge, vorletzten Folge, die Einblendung von DSA Drakensang 2 habe. Was hast du mir denn hier, Feiner? Wow, bei der antiken Wassermassen gibt es kein Vorankommen. Vielleicht versuchst du es mit einem Zyklon. Okay, I know what you do. Jetzt hier runter im Nu. Nein! Runter, Zyklon, runter! Oh, Wasser gegen Wind! Kann mich mal! Was, das war's schon? Okay, dann haben wir Toadie Nummer 1 hier zumindest gefunden. Dum, einer mehr. Gib mich hier hoch, genau. Das war's schon? Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es da oben noch ordentlich weitergeht. Ne? Das sieht ja eher auch danach aus, aber es scheint anscheinend hier keine Möglichkeit zu geben, auch wenn diese verräterische Röhre hier noch da ist. Bin mal gespannt, ob ich hier wieder zurückkommen kann. Jetzt aber erstmal ab. Oh mein. Was muss ich hier tun? Ich hoffe, ich muss hier keine Seifenblasen oder sowas abschießen, um irgendwie was zu erreichen. Oder ich muss das Mikrofon hier erstmal einrichten bei meinem Alternativprogramm. Aber ich glaube, Peach hat sich jetzt hier nicht irgendwie in irgendeiner Form geäußert. Das ist hier scheiß Geheimnis, Scheißfisch. Wieso haben Sie Taucherbrillen an? Ah, Kohlen, mehr Kohlen. So, schön, fein. Hast du immer noch kein Geheimnis? Ich habe das Gefühl, dass entweder die Level hier wahnsinnig lang werden oder die Toads finden ein richtiges Problem ist. Scheißteil! Achso, deswegen gibt es diese Dinger im Boden, die sich Lücken nennen. So? Ja, weg mit dir, du Sau. Oh, geschafft. Deswegen mag ich sie nicht.
Runter! Ja, DSA, Drakensang 2, nicht unbedingt... Shit. Nicht unbedingt das einfachste Spiel und ich spiele es noch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad aktuell. Also von dem, was ich da mal eingeblendet hatte. Oh Gott! Die Geheimnisse gab's hier nicht, ne? Oh, wenn ich jetzt sterben sollte, dann bin ich sowas von tot. Moment mal. Ich bin jetzt ich bin in Talentbert. Werde mich jetzt wieder erstmal mit auffüllen. Tut mir leid, wenn es ein bisschen länger dauert. Es ist dann jetzt nur für uns alle. Dann muss ich das alles hier nochmal machen. Und das will sich doch keiner antun, gell? Und du nicht, Wotzi. Wotzi! Verdammt! Was mach ich denn jetzt hier mit den Schlüppen? Nehmen wir mit! Nehmen wir alles mit! Wotzi! Jetzt habe ich aber übersehen, ob es hier mehr gab. Oh, hier gab's mehr. Hier haben wir das Tod Nummer 2 gefunden. Yay! Es stimmt nicht immer noch etwas fröhlich, dass sie die noch nicht wahnsinnig gut verstecken, die Armen. Wie war es noch gleich? Zyklonius. Zyklonius. Runter mit dir, du Schwein! Oh Gott! Nein, zerquetsch mich nicht, bitte! Oh, ich hasse diese Dinger aus Super Mario World. 2. Da kommt Scheiße runter. Okay. Verdammt! Ich sollte wieder Beatboxen, aber ich habe keine Hand frei zum Beatboxen. Es ist jetzt natürlich eine gute Frage, ob man von da oben höher kommt, aber ich habe nicht viel Energie mehr zum Dunsten. Moment, ich kann doch mal gucken, ob es hier noch mehr Geheimnisse gibt, wenn ich einmal hier runter. Glaube ich zumindest. Okay, hier gibt es noch ein Geheimnis und was haben wir hier? Kein Geheimnis mehr. Gut, dann gibt es da höchstens irgendwelche paar dämliche Münzen. Kann ich auch gut drauf verzichten. Aha. Nimm ich, Schluck. Jetzt gucken wir mal. Ja, genau. Super Mario Bros. 2 gelernt, dass es im unteren Bereich weitergehen kann mit den Treibsünden. Treibsünden? Ah, verdammt. Das ist nur ein verdammtes Puzzleteil. Teil C, Teil 5. Ja, ich glaube, wenn ich alle meine Gebrauchsgegenstände auch bekommen habe, also Limos und so weiter, und ich da nichts mehr kriegen kann... Hau dich! Hau! Ich glaube, ich sollte langsam mal wieder meine Lebensenergie hier einflößen. Aber ich schaue nochmal weiter. Ja, also ich habe meine wahnsinnigen Probleme... Ui, das war knapp. Und da ist ein Toad? Ich gucke... Oh nein, ich habe gerade eine Ahnung. Oh, die Ahnung ist falsch. okay. Oh, das ist aber jetzt eine interessante Pauzwolke. Pauzwolke. Eine Ruhe, Pauzwolke. Pauzwolke! Oh mein Gott. Ich bin nicht froh, dass ich gerade den Schwebeschirm habe. Über den Wolken muss die Fail gerade wohl grenzenlos sein. Jawohl. Okay. Nicht ins Wasser, bitte nicht der Häufel. Was? Nein! Ich wollte noch nicht zum Ende gelangen. Schwib. Schön. Nimm mal noch. Oh, Gott sei Dank, es geht ganz gut. Ausgezeichnet. Oh. Nimm es mit dem. Oh, ich hätte mir Zeug gekauft. Moment. Ha! Doch Kohlen. Unbedingt ganz viel Kohlenstoff. Mal hoffen, dass ich vielleicht nochmal den Stern kriege am Ende des Levels. Aber erstmal runter. Und dann haben wir auch wieder jede Tod hier. Tod gerettet. Alle drei sind bei mir dabei. Was habe ich denn? Oh Gott. Ich glaube, ich werde in dieser Folge nur 2 Level schaffen. Na, das wird sich jetzt ganz vermutlich ein bisschen reduzieren, was ich jetzt so weiter schaffen kann. Das tut mir wahnsinnig leid. Oh, Pauz. Lecker Gold. Sehr gut. Was das betrifft, also mit diesem, ich bin ja eher ein, ja, fuck. Nein, du Scheißwolke. Wolke. Es gibt, ich bin ja mehr für bekannt, glaube ich, so, Japano-Rollenspiele. Tulpen, fuck. Spring doch, Frau. Jawohl. Wenigstens etwas. Nein! Oh nein! Oh, es ist zum Kotzen. Ich würde wenigstens noch ein zweites Level schaffen hier in diesem schönen Video. Mann.
Ich bin ja eher dafür. Meine... Oh Gott, ich könnte Flipper. Flipper. Flipper rastet aus. Erst die Pfeile und jetzt die scheiß Wolken. Nein, andere... Ja. Nein. Ja. Ja. Oh yeah. Ich hab's geschafft. Fein, beinahe zumindest. Okay. Okay, so, mein Stern. 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 Ja, Stern. Ich habe den Stern. Oh, leider nur wieder 50. Aber es reicht, glaube ich, um mir was zu kaufen im Shop. Sehr schön. Amazon liefert frei Haus. Ja. Peachy Zone Prime. Geh in den Laden, verdammt nochmal! Ich bin eher dafür bekannt. Okay, was nehme ich denn? Launtee? Ne, ich nehme einen starken Kaffee. Ja, starker Kaffee. Was? Ach, was zum Teufel? Da muss ich noch ein weiteres Level machen. Scheiße. Genau, das hätte es jetzt gepackt. Funktioniert. So rum. Okay, gucken wir uns erstmal an. Hier gibt es, glaube ich, keine weiteren. Ja, natürlich komme ich da nicht durch. Ist klar, Chef. Bin weniger für West-RPGs bekannt. Was habe ich jetzt? Habe ich das jetzt gedingst oder habe ich es gedingst? Ich habe es gedingst. Okay, dann war es wahrscheinlich anders, was gerade gedingst wurde. Das nehme ich mit. Ah, oder ich muss es unbedingt in Reihenfolge machen. Was habe ich denn jetzt ange- oder ausgemacht? Jetzt wahrscheinlich alle drei ausgemacht, dann ist der andere Schalter für irgendwas anderes geschaltet worden sein. Ja, er für Ostrollenspiele bekannt. Dann habe ich mal mit DSA 1 die Nordland-Trilogie, die Schicksalsklinge mal ein Westrollenspiel nach Ewigkeiten quasi produziert. Oder was heißt, als SP mitgemacht. Das hat, glaube ich, dem einen oder anderen gefallen. Aber, ja, was, woran liegt es denn eigentlich? Weil sie seit Ewigkeiten keine gescheiten Party-RPGs mehr gemacht haben im westlichen Bereich. Was ich doof finde. Ich meine, ich habe früher mal Gothic und Gothic 2 wirklich gerne gespielt. Aber irgendwie bin ich dann so mehr in dem Bereich Party-West-RPGs. Ne? Also was wie Baldur's Gate. Und deswegen genieße ich momentan so ein bisschen das, was mir ein Kumpel geschenkt hat, nämlich DSA Drakensang. Das ist allerdings ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so eine Mischung aus 3D und diesem Baldur's Gate-Prinzip. Und das ist zwar nicht schlecht, ne? Versteht mich da nicht miss. Wegschlucken? Ja. Kannst du hochspringen? Ja. Ist zwar nicht schlecht, aber dadurch, dass es in gewisser Weise so Schauplätze sind in 3D und so weiter, nicht in einer isometrischen 2D-Grafik, was ja wirklich nicht schlecht ist, ne? Wie nur gesagt, jedenfalls dauert das Reisen auf einer Map halt ewig lange. Gerade dann, wenn man feststellt, huch, jetzt bin ich hier aber irgendwie falsch gelaufen und wieder zurück, das dauert eine halbe Ewigkeit. Und das macht dem Ganzen so ein bisschen... Wie das mal sagen, es ist ja nicht schlecht dadurch oder sowas. Aber es ist so ein Dämpfer, wenn ich mal sage. Moment. Aha. Oh, fuck! Moment, komm, Pfeil. Ja! Wir reisen zurück. Und da ist er! Hatte mich schon gefragt, ob ich jetzt irgendwas übersehen hätte. Hat schon gedacht, hier gäbe es nichts. Aber hier gab's doch was! Hihi! Jetzt bin ich mal wieder da. Was, glaube ich, nicht ganz so verkehrt und schlimm ist. Ich lass dich leben. Bitte, liebe Pfeil. Nein, Nosebum! Spring doch! Spring, Idiotin! So, hoch da, danke. Ja, und so das, was so an West-RPGs so in der letzten Zeit rausgekommen ist, die ganzen Skyrim und so Krams, ist vielleicht ganz nett, aber irgendwie ist das wirklich nicht so wirklich mein Fall. Muss ich mich vielleicht... Ich habe dich sowas von gehabt. Ich hätte... Lass das eben. Gib mir Kohlen! Und ja, deswegen habe ich quasi mehr oder weniger, spiele ich jetzt ganz gerne so nebenher, wenn ich das kann. Gerade jetzt mit dem Lehrgang noch unter der Haut. Aha! Spring da drauf! Danke, Fräulein. Gucken wir mal, was ich vielleicht so gerade hier oben in der Luft befinden könnte. Ob sich da noch ein Geheimnis verbirgt, aber es sieht nicht da aus. Ups. Okay, wie war das denn? Naja, das merkt man gerade irgendwie gut, dass sie sich irgendwie eine bestimmte Mechanik für eine Welt einfallen lassen. Oh Gott, hier haben sie den Tod versteckt. Und dann abusen sie bis zum Ende mehr oder weniger. Ja, das machen wir mir egal. Dann komme ich einigermaßen gut zurecht und muss hier nicht Ewigkeiten suchen für irgendwelche Krams oder sowas, wo ich finde. Ja, und dementsprechend, wie gesagt, ist eine... Oh, Ball. Das... Hä? Huh? Ball? Baby Ball, aber... Nimm den Ball! Was soll das? Ach so, mit dem Ball... Ach so, haha, so ist das! Hab ich
ich mich jetzt mit dem Ball treffen lassen oder was war das? Egal. Na gut, zumindest bin ich an die Münzen rangekommen. Das ist schon was wert. Und ich habe mir bei Steam Pillars of Eternity gekauft. So die wirklich Baldur's Gate-artige Verschnitt. Das habe ich schon wieder nicht auf Gase. Das ist ein Geheimnis. Wind ist hier das, was man benutzen soll. Ah, es geht endlich auch doch mal auf. Sehr schön. Ausgezeichnet. Oh Gott, es ist Wutbumsi. Gehst du kaputt? Haha! Wie soll man das denn kaputt kriegen? Oder es schaffen, da rüber zu springen oder was? Hui! Hui! Moment! Mal kurz zurückgehen, nicht, dass wir irgendwas verpasst haben, ja? Oh, warte! Stirb! Nein, ich will die Münze doch haben, verdammter Mist, ey! Sie haben das aber auch nie gönnen. Können diese Spieleentwickler, diese verdammten... Ah, okay, gut, da komme ich. Aua! Münzen teilen? Nein, du Gaia-Dings! Bums, Bullet, Scheißkerl! Bulletproof Bert! Leider nicht ganz. Naja, Queen, gehen wir erstmal da hier rein. Hier ist nix. Ich gehe nochmal zurück, um zu gucken, ob ich hier noch was übersehen habe. Nein, offensichtlich nicht. Höchstens irgendwie ein paar Reichtümer, die ich nicht unbedingt brauche. Das, aha, okay. Das sieht man doch wohl am Boden, ob man durchfallen kann oder nicht. Ach nee, obwohl hier gibt es kein Geheimnis. Oder zumindest abseits von Reichtümern irgendwas zu finden, dann ist das hier nur so eine Art Spießrutten-Scheißlauf. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man die kaputt kriegen soll, ist mir jetzt aber gerade auch egal. Nimm das mit, fein. Hau es kaputt! Geld! Ich glaube, so langsam könnte sich die Limo amortisiert haben. Hoffe ich zumindest. Ha, hau dich! Und nochmal hau dich! Ja, oh, das ist eine echt schöne Geschichte. Gerade, ich glaube, ich habe einen wundervollen Farm-Out auch gefunden. Das Level zuvor oben mit den vielen Cooper-Troopers, die sich... Aha, hier haben wir irgendwas Verstecktes. Dann die Leiter runter, war doch normal. Diese Korallenleiter. Okay, gut, dass ich keine Eier werfen kann. Was? Okay, aber ich kann das ja machen. Peach Buster! Was, da kriege ich kein Geld für? Aber dafür kriege ich Geld, yay. So, Peach Buster! Das ist, glaube ich, genau das Feuer rein. Okay, das tut doch nichts. Hör auf zu wachsen, Teil. Mann, geht das hier tief runter. Oh ja, wir schweben erstmal scheißen technisch hier vorbei. Oh, da ist eine Wolke. Gut. Komm ich da überhaupt auf? Ah, runter. Ja. Okay, dann muss ich mir wieder aussuchen, was nehme ich. Ich nehme das am hintersten Teil. Ah, das sieht nach dem absolut richtigen Waren aus. Sehr gut. Auf. Ja. Ja, 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 ja. Achso, das soll Sand sein, habe ich gehört von Ingrid. Und Sand gut mit hier mit Weinen. Ich habe nicht gewusst, dass es Sand ist, ey. Ich habe wirklich nicht gewusst, dass es Sand ist. Das ist ja auch wie Seife oder irgendein Ding. Ich weiß es nicht. Vielleicht Glas oder ich kann ein Glas draus machen. So, das haben wir. Den Sandmann können wir jetzt auch in den Ofen lang. Wir haben alle drei Toads. Das ist gut. Dann kann ich auch direkt gerne zum Level. Ich hoffe, dass es sonst nichts ist. U-Boat Mania im Autoscroller-Bereich mit 1000. Oh Gott, Squidors, oder wie die Dinger heißen. Post! Oh Gott, nein! Jetzt haben sie auch noch Torpedo-Tets hier, die es nur in einem einzigen Level von Super Mario World gegeben hat. Ja, auch überlegt, ob ich irgendwann mal Super Mario World LPen soll, aber das habe ich ja mal damals mit Tamiko-chan auf ihrem Kanal gemacht und ich werde jetzt hier ordentlich gefoddert. Oh nein, nicht noch mehr fordern. Nein, weg mit dir, Torpedo. Weg. Bist du langsam, Mensch. Du bist niemals die Nautilus. So könnte Captain Nemo irgendwie fahren. Wie soll ich denn da ausweichen? Naja, ich kann nicht. Ich kann keine. Warum muss ich ins Mikrofon pusten, um eine Luftblase abzuschießen? Das ist doch irre. Warum nicht? Das ist doch eine wundervolle Fähigkeit für einen Knopf. Ganz einfach. Ne? Das ist jetzt der Hard-Mode. Ohne Luft- und Seifenblasen. Ohne Geschosse. Ich hoffe, es gibt ja jetzt nicht am Ende einen Bosskampf mit einem Seepferdchen, wo ich ins Mikrofon pusten muss. Da muss ich mir irgendwas überlegen. Ansonsten war es das mit dem LP. Oh, hier durch, bitte. Oh. Ich meine... Wo zum Teufel bin ich denn jetzt eigentlich? Sind wir jetzt hier fast durch, oder nicht? Ich glaube, diese Röhre da oben gehe ich nicht. Und dann mag ich den ganzen Scheiß wahrscheinlich nochmal machen. Warum bist du wütend? Arsch! Hau nicht mit dem Schirm! Oh, los! Jetzt kommt er gleich wieder. Ich weiß, ich kann mich zwar ein bisschen aufregen. Na was, du? Okay.
Ich möchte jetzt nicht das ganze Level nochmal machen. Deswegen werde ich mich jetzt ein kleines bisschen heilen. Okay, es sind diese Plattformen. Ja. Okay. Stern. 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 Was zum Teufel? Falscher Knopf. Stern. 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 Oh, knapp. Aber ich muss zugeben, ich habe den Dreh so ein bisschen raus. Es ist entweder einer davor oder einer danach. Wie wir mal gesagt haben. Gut, das heißt zwei Level noch. Das heißt zwei Folgen noch bis zum nächsten Boss wahrscheinlich. Wir sehen uns dann am nächsten Mal wieder im Urlaubsparadies bei Let's Play Super Captain Peach. Ciao.